When he was thrown in the well, or locked in the dungeon, betrayed by his own flesh and blood, convicted of what he did not, handsomeness of sight. Schick, du gehst, du lässt ihn hier. Auto, du gehst, du lässt alles hier. Aber wenn du Jenna später bekommst, da kannst du wirklich jubeln. Da kannst du wirklich froh sein. Da bist du dann nämlich von den wahren Gewinnern. Aber hattest du hier Geld? Hattest du hier Auto? Hattest du hier Macht? Warst du hier was Besonderes? Aber nicht auf Allahs Weg? Wallahi al-Azim. Du wirst gehen und alles hier zurücklassen. Du wirst nichts mitnehmen. Wallahi, wenn man stirbt, man nimmt nur dieses Tuch, wo man drin gewickelt wird. Khalas. Sonst lässt du alles hier, egal wie viel du hast. Und dann können sich andere damit vergnügen. Das, wozu du 60, 70, 80, 100 Jahre lang gearbeitet hast, geschuftet hast, auf das aufgepasst hast und versteckt hast, hä? Cent für Cent, Euro für Euro, Etage für Etage, das ist alles hier. Und dann, spätestens dann, wenn du Malakul Maut siehst und der dir die Seele entzieht, und dann siehst du deine Stelle entweder, weil er hier mit einem Platz in der Hölle oder im Paradies wollt. Und weinst du Blut? Ich hab Tränen. Und beißt mit den Zähnen auf deinen Fingern. Und sagst, ja, Abdelgeon. Oh Allah, bitte lass mich zurückkehren. Wallahi, ich gebe alles, was ich habe. Für dich. Aber dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Es gibt kein Zurück mehr. Unsere Ermahnung hat dich erreicht. Unser Prophet kam. Der Koran kam. Die Muslime kamen. Warum hast du nicht daran gehalten? Warum hast du nicht getan, solange du es tun konntest? Und deswegen sollte sich jeder wirklich darüber Gedanken machen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir alle, jeder von uns, alleine, ohne Übersetzer, ohne Rechtsanwalt, ohne keinen, ohne Geschützer, vor Allah subhanahu wa ta'ala, den allmächtigen Schöpfer subhanahu wa ta'ala, sehen wir. Jeder allein.